Ich sag's okay. Nur ungern, aber wir haben kein Dirt mehr. Einsetzen oder so. Nee. Oh, ich mach einfach alles ab. Hier, so auf diese Seite oder so? Hier? Am ich weiß nicht, so rein. Man kann auch beide Seiten machen, oder? Oder gehen wir hier rein, ist besser. Wegen dem Strom ist näher. Ich sag's okay. Nur ungern, aber wir haben kein Dirt mehr. Ich habe noch zwei. Im Inventar. Nein. Boah! Ja, das Dirt wird jetzt richtig wertvoll, weil wir nichts haben davon. Kann's machen, glaube ich. Dirt ich ist das Surface Stone. Dirt What ist wertvoller als Diamanten. Mhm. Ja, Diamanten haben jetzt auch wieder keine praktisch, oder? Dirt. Weil wir alles schon ausgegeben Kannst haben. Kannst sicher herstellen, warte mal. Mach mal. Warte kurz. Warte, wir können es herstellen. Ja, mit aus Gravel und Minium Stone. Okay, aber Gravel haben wir auch nicht gerade. Ja, viel. So. Was wir viel haben. Du kannst Stein. Aus. Du, oh mein Gott. Oh yeah. Nein, Haben wir eigentlich gerade einen Diamanten oder so? Ich weiß, wie man. Ja, haben wir noch. Warte, ich weiß, wie man Dirt herstellen kann. Und das ist eigentlich noch nicht so unproduktiv. Warte. Wir haben doch viel. So, wir haben doch viele Sugarcanes. Ich höre mich doppelt. Wirklich? Ja, irgendwie schon. Bei dir bei irgendwie. Wenn du redest, geht's wieder. Hallo. Sollen wir nicht was anderes irgendwie einstellen, anstatt Dauersenden? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tackled. Hey, ich habe ihn in deinem Kopf gesehen. Es hat nichts drin, es ist cool. Ja, bei dir auch also. Na dann legen wir mal los. Ja, heute wollten wir die Quarry mal bauen. Ach ja, ja den Quarry. Wo wollen wir denn eigentlich hinbauen? Eben, das ist es ja. Wir haben ja nicht zu weit Strom. Können wir ja nicht zu weit machen. Bei der letzten Aufnahme war ich dabei oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Warst du? Okay. Hast du nicht noch gesagt, dass die ein bisschen von Folgen nicht mit auf, also von den, dass ja, die nicht Aufnahme aufgenommen war nicht mit Ton. Ja, doch, aber das aufgenommen hat schon alles, aber es das wird das tun. Wird dann schon kommen noch. Das werden die Zuschauer dann schon sehen. Ich habe das schon gemacht. Ich habe mich am Anfang mündlich entschuldigt für das und sagte, dass das eine Aufnahme ist dann 1 Stunde 40, dass ich das jetzt im Zeitraffer mache, dass die Folge etwa 25 Minuten dauern wird. Weil so schnell. Ja, die ich jetzt so am Stück aufnehme. Alter, das ist so und schnell. Dass wir das jetzt auch nicht machen. Das doch, dass wir das nee. La doch. Nein. Doch, dass wir das dann merkt, dann kann man ja gar nicht mehr so also, festsehen, was man macht. Man sieht es gut. Man sieht es noch sehr gut. Wir das ja nicht jetzt besprechen, aber ja, und aber, naja, dass wir das Lagersystem gemacht haben und so Zeug und dann die Musik kommt dann. Ja, komm, ach so. Ja. Na, komm, dann laden wir die Folgen lieber nicht hoch, finde ich jetzt. Doch. Weil doch. Ich finde das eigentlich. Pennen wir kurz. Oh, schon wieder pennen. Mhm. Ah ja, wir nehmen im Moment gerade über TS auf. Ich weiß nicht, ob die Quali besser ist als vorher. Ja, wir sehen es dann. Aber ich hoffe es. Mhm. Warte mal kurz. Ja, ist erstmal was, ne? Mhm. Immer doch. Ey, Sven, das Ei. Ich hab's genommen, ich weiß. Gib mein Ei. Klar. Gib mein rechtes Ei, ich will mein rechtes Ei wieder. Ja. Danke. Scheiße. Haha, Jakob. Nice try. Noch einmal lasse ich mir mein lechtes Ei. Mein lechtes Ei. Ich hab ein Ei, ich genau. hab ein Ei, ich hab ein Ei. Gib mein linkes ran. Oh, ich hab's geschafft. Nur, sorry, Cheater. Das ist ein Pro. Nein, wo wollen wir die Quarry hinbauen? Obwohl. Okay, ja es hat wieder ein yeah, wo wollen wir die cool. Quarry hinbauen? Ihr hattet doch hier unten einen Bau-Dings gemacht. Ah ja genau, das ist. Ach ja. Ach, nee. Aber du weißt, dass wir dann eine Stromverbindung brauchen, ne? Sicher. Aber das ist nicht schwer. Also und die bauen die jetzt noch unten. Ja, nein. Warte, aber hier brauchen die aber eine Fackel. Oder mir. Was machst du, Sven? Ich stelle mal einfach noch hier ein bisschen eine ausbauen. Für was? Für den Quarry? Ja, wir müssen nicht ausbauen. Nein, müssen wir. Sven, warte, lass das. Weil ich würde sagen, doch, zu, warte kurz. Zuerst würde ich doch sagen, wir machen dann so einen großen Raum, oder? Warte,
bemerkt ihr das nicht auch ein bisschen? Der Raum ist so klein, also wir können ein bisschen mehr nach oben machen. Ja, das können wir schon. Ja, es ist ein bisschen, ja, nervt ein bisschen. Also warte, als erstes denke ich, wir machen nur so. Klar, wieder. Wie geht das so? Wir machen es nur. Seht ihr den Raum kurz eigentlich? Wir machen nur so groß. Och, ich habe keinen Soft mehr in meinem. Lol. Warte mal kurz. Warum packt das so rum? Wieso packt das rum? Ja, es packt rum bei mir. Was packt rum? Egal. Warte, kommt mal hoch bitte. Okay, ich komme. Hier oben kann ich das gut sagen. Ich komme, ich bin auf dem Weg. Ich denke, das erste Loch machen wir nur so groß, oder? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, ich weiß trotzdem. Komm jetzt. Gott, hör auf mich. Wo bist du? Oben. Ich bin oben. Ich komme. Ach, wer hat eigentlich hier die Treppe gemacht? Ich. Echt? Mhm. Was? Okay. Ich geht schon wieder hin? Wollen wir das erste Loch nur so groß machen oder größer? Wo seid ihr jetzt? Das geht ja gar nicht größer, oder? Doch, doch. Alter. Wie? Du könntest 64 mal 64 machen. Really? Hat ja. Irgendjemand kennen gesagt? Nein. What the fuck? Okay, cool. Warte. Was wollte ich jetzt gerade noch? Scheiße. Ah, eine Query läuft mit MJ, ne? Das heißt, wir bräuchten das hier. Was machst du hier schon wieder? Na, wieso mit MJ? Lol, wir haben zwei Redstone Diamond Chipsets. Ja, ich weiß. Okay, ah komm, das reicht jetzt noch. Zwei, oder? Ja, okay, dann... Dann können wir den Scheiß dort abbauen. Nee, komm, alle guten Dinge sind drei. Okay, dann müssen wir einfach zuerst ausbauen und dann müssen wir den Scheiß dort verschieben, ne? Okay. Sind hier die Engines eigentlich an? Nee, die sind nicht an. Nee. Ah, habe ich mal ausgeschaltet. Aber unsere Tanks füllen sich trotzdem. Ja, ich weiß. Sich. Hello, die sind ja leer. Was? Ist leer. Ah ja, warte. Ist schon klar, leeren sich die Tanks nicht. Ja, ich habe mal ausgeschaltet, glaube ich. Nee, ich habe gerade gesagt, die Engines sind ausgeschaltet, aber die Tanks leeren sich trotzdem nicht. Gott. Clever, ne? Mhm. Füllen die sich jetzt überhaupt? Dein Teil ist noch ein bisschen voller. Wie lange braucht ihr noch? Okay, nicht mehr allzu lange. Wie viel Glasfaserkabel haben wir eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, Dude. Klar. Okay, 22. Bei mir verschwindet irgendwie, wenn ich was setze, verschwindet es einfach. Manchmal. Ob nur ich, oder? Ja, ich glaube. Vorher hat die Quelle bei mir rumgebackt. Warte. Okay. Ja, ich gehe mal kurz nachschauen, wie hoch also die Serverlastung ist. Also eigentlich diesen unteren Raum, wo es in den Nether geht und so, und dann der Brauraum wird für die Tränke, möchte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen fertig machen. Ja. Und irgendwann langsam sollten wir aber auch, ich finde jetzt, bevor wir eigentlich den Quarry zu machen, wobei das ist schon ziemlich geil. Okay, ist schon ein bisschen mehr ausgelastet, der Server gerade. Also, was machen wir jetzt? Soll ich ihn sonst restarten kurz? Ich habe ein Tor. Nein, gemacht. Hör auf damit. Juhui. Soll ich den Server kurz restarten? 4? Ja, er ist ein bisschen viel ausgelastet. Ja, ich merk's. Okay. Er ist zwei Drittel ausgelastet. Na dann. Hallo. Tschüssi. Ja. Tschüssi. Ich gehe einfach mal in meine Singleplayer-Welt. Also, es wird noch aufgenommen. Ja, ach so, okay. Ich dachte schon. Aber ich glaube, ich gehe mal schnell was zu trinken holen. Tut das. Na dann. Sven, du bist noch hier, ne? Ja, natürlich. Okay. Ganz geil. Komm, bist du. Also, dort. Machen wir jetzt den Quarry? Ja, das will dann ich jetzt gerade noch in der. Machen wir noch den unteren Raum fertig. Ja. Beim Technikraum. Also, ist ja eigentlich nicht mehr der Technikraum, oder? Boah, scheiße. Der unteren Teil. Und dann sollten wir eigentlich mal unser Gebäude machen. Ja. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Bauernhof, so mit den Tieren. Wäre ja, eigentlich ziemlich cool, weil. Ich finde jetzt, Melonen sind jetzt nicht wirklich das. Nein, das ist nicht. Das Problem ist halt einfach, dass es so schnell, dass man wieder Hunger bekommt bei den Melonen. Ja, das ist so. Ich wusste es eigentlich früher nicht, dass es dann, dass man schnell wieder Hunger bekommt, aber ist so. Leider. Leider, ja, also leider. Eigentlich wäre es so ziemlich praktisch gewesen, aber naja. Ich bin zurück mit dem besten Gamer-Gesöff aller Zeiten: Red Bull. Capri-Sonne. Ich wusste Capri-Sonne. Du hast immer Capri-Sonne. Capri-Sonne? Ja. Das ist immer riesen
diese Schachteln voller. Aber Gamer Gesurf, was ist euer Lieblingsgame? Jetzt kommt es dann von dem zu dem, okay? Lieblingsgame, das ist natürlich so eine. Oh, schwierige Frage. Also im Moment spiele ich am liebsten eigentlich. Okay, Tekkit habe ich jetzt die ganze Zeit eigentlich ziemlich Lust drauf, aber halt. League of Legends spiele ich auch sehr gerne. League of Legends ist zwar nicht mein Lieblingsgame, aber ich spiele es so oft in letzter Zeit. Wir spielen es halt einfach ziemlich gerne. Mhm. Und aber jetzt so wirklich Lieblingsgame. Es gibt natürlich so verschiedene Genres, also. Oder Genres. Eigentlich. Aber ich sage eigentlich Genre ziemlich oft eigentlich. Warte. Aber nicht jeder versteht's. Kannst du schnell warten? Wieso? Jakob, du hast irgendwie gerade, du bist so laut. Du bist wirklich so laut, auch die Hintergrundgeräusche bei dir. Kannst du dich dein Gain ein bisschen runterschalten oder? Alter, wie oft soll ich noch den Server? Gain runterschalten? Jakob? Warte, ich. Oder der Main Mix. Ich irgendwie hat gerade wieder mal Probleme, muss schon sagen. Ich restart den gerade wieder nochmal. Mal über den Computer jetzt, nicht über das Handy. Ach, das also jetzt nochmal restarten? Ich habe ihn aber zu meinem Lieblingsspiel, was ich. Okay, ich bin jetzt irgendwie nicht gerade so der übelste Gamer, halt. Ich spiele eigentlich nur richtig, wenn ich mit einem Kollegen zusammen bin oder aufnehme. Ja. Aber sonst spiele ich eigentlich nicht gerade so oft. Ja, bei mir, also ich bin auch nicht so vielfältig. Ich habe jetzt nicht jedes einzelne Spiel gespielt und so. Was ich eigentlich noch. Also, ja, was? Eigentlich? Also im Moment, mehr oder weniger spiele ich noch Far Cry 3 ein bisschen öfter. Im Moment hat Black Ops 2 nachgelassen. Das habe ich mal eine Zeit lang eigentlich fast nur jeden Tag gespielt. Fast nur. Jeden Tag. Ja. LOL. Was ist? Ah, geile Capri-Sonne. Ja, Capri-Sonne. Seid ihr wieder drinne? Nee. Ach, noch nicht. Also jetzt, was ich noch sagen muss, eigentlich. Eins von den Spielen, das ich richtig geil gefunden habe, war Assassin's Creed. Ja, Brotherhood, oder? Ja, Assassin's Brotherhood. Assassin's Creed 2. Ich finde das Assassin's Brotherhood von der Serie am geilsten. Ja, finde ich auch. Mit dem, man kann mal, wenn man will, kann man einen Turm einnehmen, also zerstören. Ja, das ist halt so. Und natürlich auch bei GTA San Andreas, ich finde es so geil. Wobei natürlich, das ist jetzt die Grafik und so, ist natürlich, würde man natürlich jetzt katastrophal finden, aber damals, als ich klein war, das habe ich so oft gezeigt, das war einfach so fun, Mann. Und, das muss ich auch sagen, was ich immer gerne gespielt habe und immer auch gerne spielen werde, ist Need for Speed. Ja, aber Autospiel tun es mir jetzt nicht so an, muss ich sagen. Das sind wir ziemlich verschieden. Aber halt nur das Most Wanted. Das Most Wanted finde ich das Beste. Und ja, das Erste. Das Zweite hat schon wieder ein klein bisschen Makel drin, aber das Erste war einfach perfekt. Was ich am Zweiten halt einfach scheiße finde, ist erstens die Karriere. Das fand ich beim Ersten mit der Blacklist da viel geiler gemacht und auch vom Tuning her. Das kann man hier jetzt leider nicht mehr. Ja, halt eben was in der letzten, was das beim letzten halt viel besser war. Aber was wiederum bei diesem jetzt hier auch wirklich geil gemacht ist, ist, dass man die Autos einfach auf der Straße finden kann. Oder, ja, aber und dass es immer halt gleich so geile Wagen sind. Okay, Jakob, kommst du wieder in den Server? Also, wieder online. Habt ihr eigentlich gerade so in Sicht ein neues Spiel zu kaufen? Zum Beispiel das neue GTA. Doch der 5. Ah ja, doch. Den habe ich wahrscheinlich vor zu kaufen. GTA, das möchte ich irgendwie. Es soll ja wieder mal San Andreas gleichen. Ja, ein bisschen San Andreas oder Vice City kann man auch sagen. Ist aber nicht auch ziemlich ähnlich. Weil ich habe es so vermisst irgendwie. San Andreas war immer das Geilste. Das Erste und das Geilste.
ist nicht das erste, aber. Okay, aber ich fand es immer das geilste. Ja, also ich fand's auch ziemlich geil. Lala! Und ich hatte einfach so, ich fand's so lustig. Was war jetzt das? Egal, also. Wisst ihr, was ich hasse? Nee. Ich meine nicht ein Spiel, ich meine Eltern während der Aufnahme. Eltern während der Aufnahme. Oh ja. Fickt euch Eltern, wir wollen euch nicht mehr. Geht doch eigentlich schon. Was? Die kaufen uns sicher, also das ganze Headset und alles. Nee, mein Mikro musste ich selber kaufen. Ich musste meinen Computer selber kaufen. Ich auch. Ich musste mein Headset selber kaufen, ich musste meinen Bildschirm selber kaufen. Ja, und wo hast du das Geld? Von meinen Eltern. Scheiße. Ich hab... Ah nee, also... Ja. Ja, stimmt ja, eigentlich. Ich meine, das irgendwie mit diesem Taschengeld ist normal. Ja, okay. Ne. Ja, gut. Ich muss das Haus jetzt nochmal neu bauen. Nein. Was wollte ich noch sagen? Versaut, nein. Ich wollte noch sagen, aber dann musste natürlich Jakob irgendwas reinscheißen, ne? Ja, sorry. Irgendetwas mit GTA oder so? Ja, das wirklich, Also das geilste GTA finde ich San Andreas. Ja, was ich so geil finde, sind so offene Welten, wie auch bei Assassin's Creed konnte man auch ein bisschen irgendwo rumlaufen, sich ein neues Schwert kaufen oder irgendwas oder was verkaufen. Aber das ist halt wieder an Far Cry 3 so geil. Kann man das auch? Alter, hör mir auf mit Far Cry 3, das ist so ein geiles Game. Aber, ja, ich hab's nicht. Far Cry 3 ist so, ich erklär das nun mal, ne? Es wird unter Shooter eingestuft. Okay, das ist auch so. Aber es wird, für mich ist es ein Action-Adventure-Shooter sozusagen, ne? Mhm. Weil, es ist so, dass du, Story-Mode, es sind zwei Inseln. Über zwei Inseln verteilt ist das Story-Mode, ne? Auf der ersten Insel herrscht so ein Typ namens Vaas. Und auf der zweiten einer namens Hoyt. Heute? Ja, er heißt Hoyt. Mit Y geschrieben. Und es ist so, dass man als erstes die Piraten besiegen muss auf der einen Insel, so wird es so gefunden, und dann so von den Rakyat, ja, so heißt das Volk dort und so. Jetzt rette uns die ganze Story. Ja, und? Das Game ist schon lange draußen, also bitte. Und es ist so, dass du kannst zum Beispiel jetzt einfach, es gibt so Lager, die du einnehmen kannst, dann bekommst du halt XP und so, um Levelaufstiege zu machen, um neue Fähigkeiten zu lernen. Dann kannst du ein bisschen am Story Mode weiterspielen, kannst so Aufgaben der Rakyat lösen. So, zum Beispiel eine Aufgabe war, mach so viele Kills wie du machst, nach jedem Kill wechselt die Waffe. Oder so Kill wie du machst, mach so viele Kills wie du machst. Ja, ja, ist du so. Du weißt, wie du kannst. Ja, ja, stimmt. Und dann zum Beispiel eine andere Aufgabe. Überfahre so viele Gegner wie möglich in einer gewissen Zeit. Überfahren. Keine Aufgabe. Und dann so Zeug halt. Und dann gibt's auch so kleine Aufgaben wie Wettrennen oder Messer werfen oder schießen. Was machst du jetzt eigentlich gerade? Also jetzt im Game. Ich stehe nur rum. Ja, genau, ich seh's. Was ja bei GTA... Und warte kurz, ich bin noch nicht fertig. So. Und dann kannst du auch Funktürme einnehmen, das ist dann so, dass eben, wenn du Funktürme einnimmst, hast du einen größeren Überblick dann über die Map und du bekommst gratis Waffen im Shop. Okay, das ist also das ähnlich wie bei Assassin's Creed. Ja, genau. Ja, ist schon, es ist ja von den gleichen Entwicklern. Ist es eigentlich auch so ein bisschen offene Welt und so? Ist es. Das ist einfach über zwei Inseln halt verteilt. Ja, warte, du kannst Sachen herstellen aus Pflanzen und Tierhäute. Ja gut, war klar irgendwie. Es ist wirklich ein bisschen, es ist natürlich Assassin's Creed mäßig, aber es ist auch von den gleichen Entwicklern. Wirklich? Ja, von Ubisoft. Beides. Natürlich. Und Ghost Recon. Ja. Ja, das ist auch von Ubisoft, aber... Ja. Habt ihr mal ein Let's Play Tom Clancy ist... Kommt jetzt dann auch ein neues raus? Ach, noch weiter Raum vergrößern? Tom Clancy's Blacklist. Ah, du machst zu, okay. Ja, ich mach nur zu. Wenn man natürlich auch so offene Welten mag, ist natürlich RPG das Richtige. Es ist doch in letzter Zeit, das war halt schon ein bisschen länger, das ist so ein neues Game. Also neu, ja, Cuber. Also ich habe ja von euch da erfahren. Ich würde so gern mal eine RPG spielen, bei dem man frei rumlaufen kann und so leveln kann, ne? Zum Beispiel so Minecraft-ähnlich.
Ich habe schon viele RPGs gespielt, aber keins hat mich irgendwie so richtig. Ja. Keins hat so richtig meinen Erwartungen entsprochen. Also ich habe auch schon ein paar Mal gespielt und es wurde immer so schnell irgendwie langweilig oder so. Ja. Es hat immer ziemlich das gleiche. Aber bei Cube World kann man doch auch ein bisschen was craften oder so. Es wäre zwar, was ich, also wenn ich es nicht gesehen habe, es hat so dann. Es ist natürlich ein typisches RPG-Game. Aber es hat total den Minecraft-Look. Ja, schon. Und was ich so schade finde, man kann nichts, also wirklich so Häuser bauen, das wäre natürlich so geil gewesen. Aber es hat auch so so NPC-Dörfer, genau, hat es auch und so. Ja. Und wo wollen wir jetzt eigentlich die Quarry hinbauen? Ach ja, und wir reden nur, aber machen ja, gar nichts beim In-Game. Also ich schon. Was? Wo bist du eigentlich? Ich bin oben. Ich mache gerade das Land bereit für unser Haus. Und was machen jetzt eigentlich genau? Den Quarry oder? Sven, komm mal mit. Wo bist du? Also meinst du mich? Komm nicht drauf an. Okay, egal, beide. Sehen wir wo die Quarry hin soll. Ach, machen wir jetzt die Quarry? Ja. Okay. Also die müssen wir nicht irgendwie tief